Domenico. Und besser und ein Tor. 1:0 nach der Spielminute. Da hat er wieder zugeschlagen, Harry Pesonen, 10. Saisontreffer. Bekommt noch ein bisschen Gleitzeit hier zur Verfügung. Und bringt seine Farben da also in Führung. Da kam schon der eine oder andere Schuss hier in diesen ersten 7,5 Minuten. Rüegsegger und Abschluss und das Tor von Schild, 2:0. Sebastian Schild, ausgerechnet er, der im ersten Heimspiel gegen Lugano seinen zweiten und bisher letzten Saisontreffer erzielte, schießt jetzt hier also wieder zu Hause gegen Lugano sein drittes Saisontor. Und hier gelingt es Zurkirchen nicht, diese Ecke zuzumachen. Ist da etwas zu tief unten bei Schussabgabe. Ja, Postma. Und das ist der Anschlusstreffer. Lammer steht da noch vor dem Tor. Und das nach nur 13 Sekunden seit Wiederbeginn. Suri, Reto Suri hat abgefeuert und dann ist es wohl Lammer, der noch abgelenkt hat. Ja, oder es ist Schild vielleicht sogar. Schild, der Torschütze von eben, steht da eben auch im Zentrum. Es ist Lammer. Fazzini. Bertaccia. Wieder Fazzini. Dann der Abschluss von Jäcker und er trifft. Das ist der Ausgleich. Benoit Jäcker mit seiner Premiere und das im 27. Einsatz. Fazzini, der sonst für Tore zuständig ist, legt hier zurück. Klauser. Dann die Domenico. Und das ist das Tor, 3:2. Eines der seltenen Überzahltore also erneut wieder, aber ganz wichtig eben für Langnau. 54. Spielminute, die Domenico, und da rutscht die Scheibe zur Kirchen an der Fanghand vorbei.